Das ist ja wirklich das qualitativste Cinematic Review, was ich jemals gesehen habe. Heute sind wir in der Zukunft angekommen. Wenn ihr das genauso seht, Daumen nach oben. Und wusstet ihr, dass wenn ihr YouTube Premium habt und ihr das Video auf Downloaden klickt, direkt neben dem Like-Button, kriege ich 100% Watchtime, ohne dass ihr das Video zu 100% seht. Kuss für den Support. Stimulation ist zurück, Baby. Diesmal mit der Prime Pro X 2. Ein würdiges Upgrade zu der ersten Version. Wir haben wie immer einen Flyer dabei, der uns zeigt, wie die Pfeife von Haus aus zusammengebaut wird. Und das geht wirklich turboschnell innerhalb von einer Minute. Mit dabei natürlich wie immer das Zertifikat, das bestätigt, dass ihr original eine Stimulation besorgt habt. Im Besorgen kennt ihr euch aus. Ein weiterer Flyer, der die anderen Blow-Offs zeigt, wie die aufgebaut werden, ist natürlich auch mit dabei. Und ich würde sagen, wir fangen von unten nach oben an. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Crystal-Variante und alle Bolts von Stimulation sind handgemacht. Ich für meinen Teil habe jetzt hier so schöne Cuts mit am Start, ist aber auch die teuerste Bowl. Nices Feature, alle Bolts der Prime Pro X, die ihr wahrscheinlich schon zu Hause habt, könnt ihr auch auf der neuen Version draufsetzen. Oder drunter setzen. Wir haben natürlich wie immer das 360 Grad Klicksystem, wo wir den Schlauch einmal 360 Grad um die Pfeife an sich drehen können. Und das innovative System, um die Bowl schnell von der Pfeife zu trennen. Mit diesem Klicksystem. Habe ich schon immer geliebt, werde ich auch immer lieben. Die Optik der Base hat sich ein bisschen verändert. Diesmal liegt der Schliffanschluss zusammen mit der Base-Oberseite perfekt ineinander. Aber nicht nur das Design hat sich verändert, sondern auch die Funktion des Schliffs. Wir haben hier nämlich jetzt eine Fräsung. Eine größere Fräsung, die noch einstellbar ist vom Durchzug. Dass der Schliff an sich verstellbar ist vom Durchzug, ist ja schon geil. Aber man hat sich auch designstechnisch hier was in der Funktionalität gedacht. Denn die Öffnung ist jetzt so konstruiert worden, dass wenn man Wasser hochsaugen sollte, dass es wieder direkt runterfließt, ohne Hindernisse. Wir haben hier wie immer die Stimulation Rauchsäule mit am Start im Standard-Set mit einer kleinen Wölbung oben für die Blow-Off-Möglichkeiten. Die ist aber noch austauschbar, wie ihr jetzt hier zum Beispiel seht. Dazu aber später mehr. Wir haben hier wieder den Tellerschliff mit zwei Gumminoppen, dass wenn man einen Molassefänger verwenden möchte, dann kann man es auch. Und ich muss sagen, hey, ich kann euch verstehen. Molassefänger benutzt eigentlich keine mehr so in dieser Glasoptik, dass man den jetzt dazwischen schaltet, aber das macht die Pfeife noch leiser. Das heißt, wenn ihr da draußen einen habt, könnt ihr den darauf nutzen, wenn es ein 18-8er ist, ne? Ansonsten hilft Klebeband. Könnte sein, dass jetzt gerade auf meinem Insta-Account angel.cloud.unterstrich ein über 1000 Euro Gewinnspiel am Start ist, wo ihr ein paar Pfeifen von Stimulation in der Prime Pro X 2 Variante gewinnen könnt. Der Teller, wie immer leicht gewölbt, kommt am Anfang mit Folie, die macht ihr dann am besten ab. Ich kenne wirklich Leute, die lassen die Folie drauf und wundern sich dann, warum das dann kokelt, wenn da die Kohle drauf liegt. Holt euch einen Kohlekorb, so schwer kann das doch nicht sein. Der Kopfadapter ist ein bisschen dünner geworden, was geil ist, weil Kautschuk-Noppen halten da sehr gut drauf, auch wenn Feuchtigkeit dazwischen ist. Das war ja in der Vergangenheit so ein Problem und das ist jetzt nicht mehr ein Problem. Die Tauchsäule hat sich aber verändert von dem Design und der Funktion. Wir haben jetzt ein verstellbares Tauchrohr von der Länge her, von Haus aus. Im Standard-Set quasi ohne den Diffuser aka Molassefänger, den ihr schon öfter mal bei mir in der Stimulation Review gesehen habt, der da übrigens auch drauf passt, möchte ich mal nur so erwähnen. Aber der ist von der Länge einstellbar, es ist komplett egal, wie viel Wasser ihr da drin habt, ihr könnt das Tauchrohr jetzt einstellen und sogar umdrehen. Das heißt, der Diffuser ist jetzt von der Höhe einstellbar, was beim Vorgänger nicht der Fall war. Und auch das Tauchrohr an sich ist verlängerbar. Und ich liebe es, wenn man sein Tauchrohr verlängern kann. Denn Länge ist wichtig, haben wir gelernt. Da gibt es für mich aber einen kleinen Downside. Der Diffuser ist nicht wirklich leise im Gegensatz zum Vorgänger, weil wir jetzt hier nur eine Reihung an Löchern haben. Klar, der ist von der Höhe verstellbar und so und ist cool, aber der ist halt nicht wirklich leise. Und dafür ist eigentlich ein Diffuser da. Also er ist ein Ticken lauter als der Vorgänger. Jetzt nicht überdramatisch, aber auf jeden Fall hörbar. Ich hätte mir gewünscht, dass eine zweite Reihung an Löchern angebracht worden wäre, dass man den natürlich auch umstellen kann. Das wäre nice. Aber ansonsten hat sich auch optisch was verändert. Denn wir haben jetzt hier die Rillen da, die dazu da sind, dass man das Tauchrohr verstellen kann und sieht optisch wirklich nice aus. Auch wenn man es nicht so wirklich sieht, aber da gibt es wahrscheinlich noch in Zukunft ein paar Dinge auf eure Augen. Natürlich ist die Pfeife aus hochwertigem V2A Edelstahl und V2A ist um 121% im Preis gestiegen. Stimulation hat die Pfeife aber am Preis nur 3,5% angehoben.
dass die nicht insolvent gehen, Mann. Wir haben hier übrigens 47 cm Höhe. Und die Pfeife wiegt ordentliche 3,5 Kilo. Das ist ja fast eine Tonne. Nein, ist aber ehrlich nice, so zur Reinigung und zum Rumtragen fühlt sich wirklich sehr gut an. Bevor wir zu den Blow-Offs und den Sleeves kommen, der Durchzug hat sich hier mit dem neuen Schliffanschluss um bis zu 25% verbessert. Und es ist quasi so, als würdest du atmen, wenn es voll auf ist. Und da kommen Wolken raus. Ihr seht mich schon gar nicht mehr. Die kann sich echt sehen lassen. Aber auch hier kann ich den Durchzug einstellen, wie ich will. Jetzt würde ich sagen, ist er so typisch russisch. Und wir reden hier von der deutschen Pfeife. Ne? Dürft ihr nicht vergessen. Wir können den Durchzug auch komplett rausnehmen. Ist es machbar. Gute Neuigkeiten, falls ihr schon das X Blow-Off Set oder die typischen Blow-Off aus der Pro X Serie euch gegönnt habt, die könnt ihr hier drauf verwenden. Also wenn ihr weder die Adapter für das neue Blow-Off habt, noch das X Blow-Off, habt ihr einen Standard Launch Blow-Off. Der kann sich auch echt sehen lassen. Und die Pfeife kostet dann 289,90 Euro. Mit dem Gutschein Angel, den ihr noch im Warenkorb hinzufügt, kriegt ihr natürlich wie immer ein Mundstück gratis im Wert von 40 Euro und einen Schlauch dazu. Und dadurch supportet ihr mich. Kuss geht raus. Das ist wie immer Win-Win. Löst den Gutschein jetzt ein, Mann. Das Studio soll fertig werden, okay? Mit der Crystal-Version kostet das Ganze 309,90 Euro. Das ist, weil hier handgemachte Cuts drauf sind. Das ist aber auch nur bei der Crystal Bowl. Ich würde sagen, lassen wir die alten Blow-Offs einfach mal beiseite, sondern kümmern uns hier um das X-Blow-Off bzw. diesen Sleeve. Habt ihr den Sleeve gesehen? Quasi Forge Carbon Gold. Wir haben hier ein Carbon-Rauchsäulenelement mit Goldpartikeln drin. Ist ja wie mit meinem Lieblingsmundstück. Deswegen auch der Don, ne? Passt hier farblich und so, ne? Wir verstehen das. Das X-Blow-Off habt ihr wahrscheinlich schon am Anfang gesehen. In den Cinematic B-Rolls ist wieder in allen Varianten umstellbar. Damn. Egal ob von unten nach oben, oben von unten, links nach rechts, oben nach quer, dimensional, geradeaus nach vorne. Ihr könnt damit alles machen, was ihr wollt. Wirklich. Es ist das einfachste, schnellste und beste Blow-Off gerade auf dem Markt. Für mich persönlich. Wie seht ihr das? Lasst einen Kommentar da. Wir können ihn natürlich auch wie immer ausmachen. Zum Beispiel machen wir den hier unten jetzt einfach aus und dann funktioniert nur der obere. Das ist ein weird Flex. Das X Blow-Off Carbon kostet 51,90 Euro. Das X Blow-Off in Epoxy kostet 56,90 Euro. Das Carbon Sleeve einzeln kostet 26,90 Euro. Und das einzelne Epoxy Sleeve kostet 31,90 Euro. Und ja, das musste ich jetzt ablesen. Ich habe heute Migräne. Ich bin schon froh, dass ich das Video drehen kann. Das heißt natürlich, wenn ihr schon was da habt, könnt ihr das da direkt drauf tun. Nice. Warum denken nicht alle Firmen so mit? Was ich mir aber gewünscht hätte, zumindest habe ich da keine Infos, ein Adapter, damit man die Pfeife auch auf anderen Bowls drauf packen kann. So, hear me out. Die Bowl ist geil, keine Frage. Und die kommt echt in vielen verschiedenen Farben. Dazu kommen wir gleich. Aber ich hätte so gerne, ich habe so ein, zwei Lieblingsbowls und da hätte ich die doch schon gerne drauf gesehen. Ansonsten hilft Panzerband. Wie immer. Wie bei der einen oder anderen Pfeife, die dieses Jahr rausgekommen ist, ne? Und nice to know, in der Zukunft sollen noch vielleicht weitere Blow-Off-Möglichkeiten kommen oder vielleicht noch Zubehör und die ist darauf vorbereitet. Ihr könnt dann das, was in Zukunft rauskommt, da drauf packen. Insgesamt haben wir also 15 Blow-Offs. 7 verschiedene Sleeve-Farben und 7 verschiedene Bowl-Farben. Das ist insane. Das ist so eine große Auswahl. Ich kenne kaum einen Hersteller, der das macht wie Stimulation. Jetzt lass doch verdammt nochmal ein Abo da. Es haben 70% der Leute hier kein Abo dagelassen. Ich saß an dem Video eine Woche, Mann. Grüße gehen auch raus an meinen Cutter Leon, der das Ganze wie immer schön gecuttet hat. Was ist eure Meinung zu Stimulation? Ein würdiges Upgrade, so wie ich finde? Oder braucht man das schon gar nicht mehr, weil man mit den alten Produkten von Stimulation zufrieden ist? Einen Kommentar da lassen. Wir sehen uns zum nächsten Video, zum nächsten Stream. Und bis dahin, haut rein, wisst ihr, was ich meine.